So, wie sieht's aus? Kannst du was sehen? Alles gut? Alles gut. Hier ist der Dachtag, weil heute ist Mittwoch und hier ist die Klappe. Dachtag 1, die erste. Und in wenigen Sekunden geht's los. So, wir liegen wieder hier. Warte, einen Moment. Einen Moment, bitte. No, ja, aguanta. So, Maria, komm ein bisschen zu mir, bitte. Jetzt muss ich den Anfang machen. Buenas tardes. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit, weil wir sind in Spanien, auf Mallorca, genauer gesagt in Can Picafort. Und heute wieder dank Guillem auf dem Dach, weil das Ventimar hat ja zu. Übrigens an dieser Stelle ganz herzlichen Dank ans Ventimar, dass wir da den ganzen Sommer auf drauf konnten. Das war eine tolle Sache. Heute sind wir auf dem anderen Dach. Heute sind wir über dem alten Gaucho. Ja. Wie heißt das? Apartments Oasis. Apartments Oasis. Apartments Oasis. Wir sind in einer luftigen Höhe. Die Aussicht ist zwar nicht ganz so klasse wie letztes Mal, als wir oben auf dem Jamaika waren. Aber was mir eine große Freude ist, Guillem ist wieder dabei. Ja? Danke. Und Maria hält die Kamera für uns. Dankeschön, vielen Dank. Ja, und? Erste Woche Urlaub? Erste Woche fast Urlaub, aber noch nicht Urlaub. Naja, noch nicht ganz Urlaub. Gaucho ist ja immer noch offen am Strand. Und viel Termin mit Papiers, Büro, weiß ich. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Wow. Ja. Aber Katastrophe. Wir schaffen das. Chaka. Sag mal, Chaka. Chaka. Chaka, du schaffst es. Aber jetzt fast Urlaub. Fast. Aber Urlaub geht bald los, ne? Ja. Wann wollt ihr los? 24. November. 24. November. Machen eine kleine Tour an der Welt. Ah, okay. Das hübsche Püppchen verlässt mich auch am 26. November. Oh. Sie hat sich Afrika gebucht. Ja, Gambia. Sie möchte sich mal Gambia angucken. Sie ist ja so ein Vagabund, aber ich bin ja mehr so der Couch-Potato. Ich sitze dann halt lieber gerne zu Hause. Und ne? Du bleibst hier? Ich bleib hier, ja. Ich bleib hier. Ich lade mir einen Freund ein von Deutschland. Schöne Grüße an Micha. Das wird eine Zockerei. Ja, Guillem, was gibt's sonst zu sagen? Die Bauarbeiten sind angefangen im Dorf. Der Paseo Colón. Wird schön gemacht? Ich denke, ja, natürlich. Leider, ich denke, die Palmen wieder weg. Ja, die Palmen kommen wieder weg. Leider. Ja. Palmen ja. Ist schön. Ja, schön. Palmen sind eigentlich, gehören eigentlich immer dazu, aber okay. Der andere Teil ist ja auch so hässlich nicht, also es ist ja ganz okay. Die Palmen passt schon besser mit dem Strand. Ja, das stimmt. Ist das Ambiente ist mit den Palmen. Ja, aber die werden in die Schule gezogen. Ja, die werden ja nicht weggeschmissen, die werden ja woanders wieder eingepflanzt. Ja, natürlich. Ich habe eine kleine Reportage gemacht zum Thema Baustelle, die jetzt angefangen hat, vorgestern, am Montag. Mhm. Und dazu eine kleine Fahrt hier vom letzten Kreisel ins Dorf rein. Und das habe ich euch natürlich mitgebracht und das gucken wir uns jetzt an. Film ab! Thank you.
Alle sollen da machen. Ja, jetzt machen die Werbung. Ja, jetzt kommt die Werbung. Jetzt Coca-Cola, San Miguel, alle. Genau. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Die Werbung ist vorbei. Ja, das war die kleine Reportage. Ihr habt auch sicherlich das Bötchen gesehen. Das Bötchen liegt immer noch da. Ich habe die Yacht gefilmt. Das Schiff, was auf dem Strand liegt. Noch da? Ist immer noch da, ja. Mein Gott. Die Besitzverhältnisse sind nicht geklärt. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Irgendwas Neues? Ist wieder Sonne. Ja, Sonne. Ja, ich habe nur Jacke an, weil es zieht ein bisschen im Nacken. Der Wind ist etwas kühl, aber du hast ja auch ein bisschen, bisschen Neopren drüber. So, ja. Ja, aber trotzdem ist nichts kalt. Im Nacken, aber im Nacken ist kühl. Wenn man hier so sitzt, dann kriegt das ein bisschen kühle Form. Jetzt die Neue ist diese Anbaustellen von Paseo Colón. Ja. Dann war Ende sicher schön. Ja, bestimmt. Aber im Moment ist ein bisschen laut. Ja, im Moment dreckig, ist es dreckig. Ein bisschen schwer mit dem Auto und zu macht Fuß. Macht viel Staub, ja. Alle Straße zu und dann machen Linz, nachher wieder rechts, Linz. Ja. Ja, Labyrinth. Ist halt so. Ja, ist Labyrinth. Ja, wir haben einige Straßen gesperrt, muss man sich halt ein bisschen durchfuchsen. So, ja. Ja, für die nächsten 4 Monate bleibt das halt so. Ne? Aber nachher wird es schön und für Tourismus besser, mehr Platz für Laufen. Schön zum Geschäft, Planieren, so. Ja, für ist Geschäfte cool. Auch ja, besser. Coole Sache auf jeden Fall. Sicher. Ja, super. Ja, Guillaume, das war's schon eigentlich. Wir haben berichtet aus Campiga Fort. Jetzt kriegt ihr euren Strandschwenk, der nicht sehr weitwinkelig ist, weil wir haben hier zwischen den Häusern nicht viel Platz. Ja. Aber ihr habt ja schon ein bisschen Strand gehabt vom Schiff und so weiter. Und ja, das soll's gewesen sein. Ganz lieben Dank, dass du uns hier hochgelassen hast, dass du uns das ermöglicht hast, dass wir hier raufgehen konnten. Gerne. Ja. Nächstes Mal bist du ja noch da. Bist erst 24. weg. 24. Mal sehen, wo wir nächstes Mal sind. Nächstes Mal? Ja. Mal gucken, wo. Mal gucken, wo, Wo du sagst, jetzt du weißt schon Plan A, oder Jamaika, Plan B, Alte Gaucho, Oasis. Ja. Alte Gaucho, ist ja hier unten drunter. Kleine Auto hier. Ja, meine Lieben, das war's. Das war der Dachtag von heute. Ganz lieben Dank an Guillaume, ganz lieben Dank an Maria fürs Kamerahalten. Danke auch. Ja, danke schön. Übrigens, Guillaume ist unheimlich kitzelig, habe ich rausgekriegt. Das könnt ihr dann mal ausprobieren. Wenn ein Tablett trägt, wenn ihr bei ihm mal seid, könnt ihr ihn mal ein bisschen ärgern. Das ist sehr kitzelig. Ich bin einer der wenigen, die das weiß. Jetzt wisst ihr das auch. Meine Lieben, am nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Vielleicht wir beide. Mal sehen. Schauen wir mal. Und wir wissen noch nicht von wo. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Alles sonnige Liebe, Grüße von uns hier aus Mallorca in den Rest der Welt. Nächste Woche. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.